Ey, Junge, ohne Spaß, ne? Ich hab mir gerade das komplette Intro angeguckt, ne? Und irgendwie vermisse ich es, so hässlich zu sein. Dead serious, Bro! Junge, ich vermisse es, so hässlich zu sein. Ich glaube, das hat auch irgendjemand in den Chat geschrieben. Ich vermisse irgendwie einen hässlichen Mitashi. What the fuck is this? Du bist hässlich, das geht nicht klar. Du bist ein Kranken, Gesichtsachterbahn. In deine Mutter. Ich hab grad falsch gekotzt. Wer den Cent nicht wert ist, den Euro nicht ehrt. Irgendwas bei dem Münzen. Ist das richtige Sprichwort? Fiesta gibt es heutzutage auch noch und Mädchen auch, aber das sind alles Bastard-Games gewesen. Imre meint jemand im Chat, Mädchen war kein Dreck. Junge, Mädchen ist noch schlimmer als Dreck. Mädchen ist legit das Konzentrat aus Pisse von einem Obdachlosen im Penny auf der Reeperbahn. Wenn du da deine Zunge reinsteckst, kriegst du ungefähr so einen Drip mit, was Mädchen ist. Mädchen ist die absolute Bastard-Scheiße. Schlechthin, okay? Ich werde hier gefickt. Junge, egal was ich mache, ich werde immer gefickt. Bitte hilf mir. Ich werde hier hinten gefickt. Also da steht wahrscheinlich nichts drinne. Aber ich denke mir, dass das ein Horcrux ist. Also ich glaube, wenn man da mit so einem Fangzahn von so einem Basilisken reinsticht, dann stirbt Tom Riddle, der Huso. Und extra, weil sich eben gerade jemand darüber aufgeregt hat, ich mache euch ein Angebot. 10 neue Follower oder 5 neue Subs und ich lese es vor. Haben oder brauchen, lutsch mein Pimmel. Da gibt's erstmal schön Lesestoff. Also wir haben jetzt 3 Follower, 4 Follower. Ja, okay, hat schon geklappt. Ja, Jungs, ist klar. Guck mal, wie geisteskrank gierig du immer. Was seid ihr für dramageile Huren? Ehrlich, was seid ihr... Bro, was seid ihr für dramageile Missgeburten? Das ist doch nicht euer Ernst. Bro, die Follows sind voll. Ey, ihr solltet... Eine Person sollte 5 Subs verschenken. Digga, es haben 10 gemacht. Perfekt, okay. Mitashi, ist dir schon ein Gewinnspiel offen? Project P, sehr gute Frage. Und du kannst dir die Frage, glaube ich, relativ easy selbst beantworten. Ja. Wir haben immer Gewinnspiele. Jetzt gerade läuft im Hintergrund unser kleines Chloroform-Giveaway. Für die Leute, die noch neu im Chat sind, ich erläutere es euch kurz. Wir machen meistens 2 Giveaways und eins ist so ein Einsteiger-Giveaway. Das könnt ihr euch so ein bisschen wie so eine tantramäßige Arschmassage vorstellen. Also ihr habt so euer Arschloch und wir massieren so ein bisschen über diese Rillen. Wisst ihr, was ich meine? Damit das Arschloch sich öfter und besser vorbeugend öffnen kann. Und sobald das Ding offen ist, schieben wir einen LKW rein. Kurze Frage, was ist das eigentlich für ein Bastard-Dungeon? Gibt es neue Dungeons, die man nur mit Max-Level machen kann? Bro, was sind das für Bastard-Dungeons? Die sind ja absolut schlimm. Also schlimm, schlimm, schlimm. Bro, wir haben die letzten 2 Dungeons, die wir gemacht haben, waren so Bukake, ey. Und ich habe, by the way, gesehen, dass der liebe Pelon aus Spaß mal wieder ein Refollow reingehauen hat. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Pelon ist so einer, der wurde von seinen Eltern oft geprügelt. Ja, und deswegen hat er so eine Delle in der Birne, wie diese Baby-Born-Puppen, die man so ein bisschen eindrückt. Und jetzt hat er noch einen Keck-Weh in den Chat gemacht. Hahaha, verstehst du so? Das Witzige ist nur, Pelon, mein Engel, du weißt ja, dass ich ab dem 1.9. gepartnert bin mit einer PC-Herstellerseite und wir werden jeden Monat einen PC verlosen, beziehungsweise alle 2 Monate einen PC verschenken und das für 1 Jahr am Stück, also 6 Gaming-PCs und für jeden davon muss man mindestens 1 Monat gefollowt sein. Kriegen wir vielleicht jetzt nochmal einen Keck weh in den Chat für den lieben Pelon? Ey Pelon, ich küsse deinen Arsch noch, ne? Du planst Kart-Event eine Woche später für den 1. März. Passt dir das? Nein! Ich kann doch nicht am 1. März zum Kart-Event. Da ist März mit Herz, Bro. Da ist März mit Herz! Du Schweinebacke! Da kann ich doch nicht Kart fahren gehen, du Schwanz! Bro, hast du gerade geschrieben? Ach, fuck, stimmt? Wolltest du gerade schön Kart fahren gehen, obwohl die armen Kinder sterben? Ey, Digga, ich hatte eine viel bessere Idee. Lass uns das Kart-Event doch am 31.3. machen, am letzten Tag. Brumm, brumm! Das wäre super! Aufs März mit Herz ist geschissen! Boah, brumm, brumm! Boah, brumm, brumm! Bro, ohne Spaß, ne? Ich bin sehr dankbar für die Einladung, aber ich glaube, ich bleib beim Computerspielen. Sag ich dir ganz ehrlich. Leute, die freiwillig Mars oder Milky Way fressen, gehören gevierteilt. Ja? Die gehören öffentlich ausgepeitscht mit fetten Pimmeln. Ich stehe auf Snickers, ja? Ich will richtig fette Nüsse im Maul haben. Ich will auf was rumkauen, auf was Widerstand gibt.
nur kurzer Call hier, ne, weil ich hier schon so Namen sehe wie Susanka. Susanka, zieh dir am besten so ein Höschen an, wofür man so ein Schloss braucht und so ein, weißt du, was ich meine? So ein Keuschheitsgürtel. Zieh dir am besten sowas an. Weil wenn Slyfline kommt und der wittert dann Möse, dann ist der wie ein weißer Hai. Dann kann er sich nie mehr zurückhalten. Scheiße. Slyfline, ich liebe dich, ja? Hab mich verklickt. Oh mein Gott, ich bin fett. Ich bin fett. Fett bin ich. Ey, Junge, Quennen, das wird kein DPS. Es tut mir sehr, sehr leid, aber wir sind fett. Wir sind fucking fett. Holy shit, ich bin fett. Ich hab mich verklickt, weil ich so fette Maurerwurstfinger habe. Fett. Sie haben fett vergessen. Verzaubertes, verwittertes Vorbotenwappen in die Suche eingeben. Digga, hat irgendjemand bei Blizzard zu Hause Crack geraucht? Warum fängt ein Item mit 3x V an? Verzaubertes, verwittertes Vorbotenwappen. Fick doch mein Arsch. Wissen die auch, dass Ausländer fucking WoW spielen? Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my dress. Bin heute auf das YouTube-Video von Tim Gabel und dieser Pornotrolle gestoßen. Hab mir das natürlich angesehen. Und die hat gemeint, ein schöner Penis darf keine große Eichel haben. Weiß ich nicht, also, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich muss aber auch sagen, ich bin noch nie in der Situation gewesen, dass ich Schwierigkeiten hatte, mit meiner Eichel zu agieren. Also wenn, dann war die eher kleiner. Du bist endlich dabei.